Beim Juba Festival waren eine meiner Aufgaben, einmal die Kostüme zu gestalten mit einer Freundin. Meine Aufgaben bei diesem Projekt waren die Stände, wie zum Beispiel auch die Bastelstände oder die Polaroid-Stände. Das Tolle war aber, dass es von Anfang an eine totale Offenheit in dem Projekt war, und das hat uns auch inspiriert, dass wir eigentlich in der künstlerischen Arbeit von außen kaum festgelegt waren. Ja, der Prozess in der Folge war dann der, dass wir uns so im Monatsturnus mit den Künstlerinnen und den Mitarbeiterinnen von ZAMOS getroffen haben und eben gemeinsam Ideen entwickelt haben. Diese direkte Begegnung mit den Künstlern und mit den Mitarbeiterinnen des ZAMOS, da ist ganz viel entstanden, glaube ich, auch nochmal über dieses Projekt hinaus, was an sich ja schon Dimensionen erreicht, die wir uns, glaube ich, vorher noch gar nicht vorstellen konnten. Ich nehme definitiv aus diesem Festival mit, dass man mit Kreativität viel schaffen kann und dass ein guter Gruppenzusammenhalt viel wert ist.